Aber Amplified ist halt so eine Sache, bin ich nicht so ein Freund von. Also du kannst dich nicht anfreunden damit? Nee, nicht wirklich. Es ist halt so eine Gewöhnungssache, man hat halt ziemlich die Hürden zu überwinden, dass man hier so hoch springen muss und alles, ne? Wie geht's? Welche Projekte hast du eigentlich gerade noch mal entlaufen? Naja, auf jeden Fall Infinity, dann Tiny Aura 5 zum Beispiel. Aber bei denen kann man jetzt gerade nicht beitreten noch, oder? Weil die schon laufen. Doch, doch, kann man. Man kann jederzeit eigentlich auf jeden Fall in Infinity rein, weil das ist ein Projekt, was unendlich lang läuft. Dann Tiny Aura 5 kannst du auch mitmachen. Da gibt's auch immer PvP-Events, das ist so ein Skyblock-Projekt. Also Infinity ist, by the way, so ein Mod-Projekt, ne? Mit so was ähnlichem wie Hexit. Gibt's die Mods auf? Wo muss man die Mods downloaden? Das geht über einen Technik-Launcher, gibt's das Modpack, da kannst du einfach rein und loslegen sozusagen. Und Import kennst du ja auch, der ist auch dabei. Ah, okay. Ich hab Land gefunden, Land. Okay. Ganz vielen Leuten. Ich hol mir jetzt erstmal verschiedenste Holzsorten, damit ich ein bisschen was hab. Aber ich muss endlich mal eine Orientierung kriegen. Ich weiß nur vom Spawn, wie ich zu meiner Base komme und das ist echt nicht weit. Das ist ungefähr so, wie wenn man von der Wand bis zur Tapete denkt. Du musst in die Gegenrichtung laufen, wenn du zu uns hörst. Na, ich guck dann mal, wie ich mich orientieren kann. Ah, hier ist halt eine Elytra wichtig schon. Also ohne kriegst du das kaum hin, dich hier zu bewegen. Ja, ich finde irgendwas ist verpackt. Ja, nein, das Plugin geht jetzt, also die Elytra geht jetzt. Ach so, ja. Geil, warum okay, das ist schon mal gut. FPS-Probleme? Ja, da muss ich den Stream neu einstellen. Ich glaube, da läuft jetzt über die CPU so ein Dreck. Ah, das ist Valle Space. Lol. Scheiße. Wisst ihr, wie ich am schnellsten zu meinem letzten Spawnpunkt komme? Weil ich habe keine Ahnung, wo das war. Ich glaube mit Slashback, da kommt man manchmal auch zum Bett. Ich meine, weiß ich bin gestorben und irgendwie... Mit Slashback, das funktioniert halt immer nicht. Da kommt man irgendwie zum vorletzten Todespunkt, warum auch immer. Das ist richtig weird. Muss ich schnell sein, sonst ich spawn neue Items. Ja, 5 Minuten hast du Zeit. Das ist locker 10 Minuten entfernt. Na gut, wenn die Chunks geladen sind, nur dann die spawnen die. Wenn die Chunks nicht geladen sind, kannst du ja auch mehr Zeit lassen. Ob ich mir den Haus noch fertig werde? Man weiß es nicht. Achso, meinst du, weil du jetzt eine ganze Weile nicht zocken wirst? Ja. Naja gut, das Projekt läuft ja eine ganze Zeit. Ich meine, wann bist du denn ungefähr wieder da? Boah, keine Ahnung. Kommt drauf an, ob ich mal wieder ein freies Wochenende hab. Wo der Freundin nicht da ist. Naja, ist immer schwierig mit der Organisation. Ja, genau, das ist das Ding. Boah, warum leckt das jetzt auf einmal so? Ich weiß nicht. Vielleicht weil ich weiter weg bin. Ich habe auch den Server jetzt nicht mehr auf Ultimate gestellt. Ich habe den ja heute verlängert. Da ist er jetzt wieder auf dem normalen, ach wie hieß denn das jetzt? Also eine Stufe unter Ultimate. Somit ist es immer noch ziemlich gut, aber halt nicht mehr das teuerste. Und ich habe jetzt auch auf 30 Tage gemacht und 20 Slots statt 26. Ach, läuft der Server jetzt auf 20 Tage oder wie? Na, 30 Tage läuft er jetzt erstmal. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also wahrscheinlich dann wieder 30 Tage, nur dann auf jeden Fall mit weniger Slots. Eventuell stellen wir die auch schon mal eher runter, je nachdem. Aber die nächsten Tage scheint es sich erstmal relativ hier aktiv zu halten, habe ich das Gefühl. Ja, aber es haben sich auch heute früh wieder welche beschwert. Also nicht beschwert, ich habe mal gefragt, wie es läuft mit dem Server. Ach so, ja. Krieg ich mal schon hin nach und nach. Ja, bestimmt. Jetzt schon 2 Zuschauer, Sig. Geil, okay. Herzlich willkommen, auch von mir. Ich weiß aber nicht, ob ich das selber bin, weil ich einmal den Stream über OBS drin habe und dann einmal das Dashboard auf dem Handy. Achso, na mit dem Dashboard? Ne, das zählt eigentlich nicht. Nee, mit dem Dashboard zählt es nicht mehr. Genau, nur wenn du den Stream selber guckst irgendwo, aber auch bei OBS dürfte es nicht zählen. Aber auch egal Tick, mit welchem Account du das schon, die zählt es nicht, soweit ich weiß. Tick, hast du gerade was Produktives zu tun? Nee, gerade nicht. Willst du was machen? Mich lassen. Würdest du vielleicht mir helfen? Ja klar. Ich habe gerade Holz geholt, das war noch produktiv. Ich habe sogar deine Lieblingsaufgabe. Terraforming. Ja, genau. Ich habe schon gesehen hier, gell? Ich habe dich fotografiert, wie so ein Paparazzi wieder. Ja, ja. Oder Paparazzo, muss man ja sagen, im Singular. Was ist denn mit dem Server los, Alter? Der lag gerade übel. Ich wurde auch übel zurückgebackt gerade, ey. Jetzt funktioniert nichts mehr. Krieger hat mich gekillt, ich hole einmal Sachen und er lief. Die immer mit ihren komischen Item kämpfen, ne? Das geht mir auch so auf den Sack gerade. Na, das war schon den ganzen Tag heute das Problem irgendwie. Ja, und so fing alles an mit dem ganzen Problem. Ja, diese Creeping-Scheiße und was sich da immer alles abspielt. Oh, erstmal Auto-Jump aus. Ich glaube, ich mache mir jetzt hier so eine andere Ecke, wo ich meine Kisten einfach hinstelle. Du hast wohl kein eigenes Haus? Nö, ich habe noch kein Grundstück. Ja, falls du noch kein Grundstück hast, komm einfach zu uns, wir haben ja. Ne, ich würde mir hier schon eins in der Nähe holen, nur ich muss halt wissen, wo. Wir können ja uns hier beide ausbreiten. Ja. Wir terraformen hier einfach eine große Fläche, füllen hier ein bisschen was aus. Du baust hier sowieso nicht so groß, richtig? Na, wahrscheinlich nicht, weil es eh wieder gesprengt wird.
So, dann kannst du dich ja hier hinbauen. So hier in die Nähe. Hier kann man gut terraformen, denke ich mir mal. Ja, und vielleicht da unten. Keine Ahnung. Ja, genau. Ich weiß ja nicht, wie derjenige sich da hinten ausbreiten will, der da noch haust. Oder seine Kisten hat, zumindest. Das ist Rätsel. Der wird wahrscheinlich nur auf der Ebene bleiben. Ja, ich denke aber schon, dass er auch einiges bauen will. Ich will ihm jetzt nicht alles nehmen wieder. Nimm doch einfach, Sig. Du musst auch mal ein bisschen Ärger zeigen. Dann hätte Rietze das schon claimen müssen. Ja, er sagt dann wieder, nee, ich bin im Weg, das geht gar nicht. Ja, dann musst du einfach dich mal durchsetzen. Ich setze mich durch, indem ich zum Beispiel hier hinten hingehe. Sehr gut, durchgesetzt. So, Sig, ich gebe dir mein Item, ja? Wo bist ja. du? Ja. Soll ja nicht auf meine Kosten gehen. Ja, ich mach's mit die Schaufel hier weg. Ich bleibe immer stuck hier, ey, was ist denn das? Oh ja, ich auch. Ich rejoine mal kurz. Ja, ich glaube nicht, dass es viel bringt, leider, aber... Wenn ich einen gleichen Server restart. Na, könnte man probieren. Wie weit soll denn das hier weggehauen werden, alles? Siehst du das Cobblestone? Ach, bis da hinten, ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob ein Restart bei Lag hilft, also ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube nicht. Alter, einfach so viele Namen bei Tab mit X, jetzt fehlt nur noch Rietze, da haben wir 5. Digga, Finlay hat 85 Tode. Ja, was ist das? Aber dir dann ja in 0 immer noch. Kann man irgendwo vielleicht die Statistiken der anderen aufrufen, das heißt, wie viele die zum Beispiel gespielt haben und so? Der Status, oder? Status? Und dann den Namen dahinter. Achso, ich guck mal bei mir. Und dann, deine Rolle wurde gesetzt. Achso, nee, nein, das ist zum Beispiel Livestream oder so ein Scheiß, dass das dann angezeigt wird. Geht das? Ich weiß nicht. Status, Signal 90. Ja, Digga, es funktioniert, oder? Zum Beispiel Rack für Aufnahme. Ja, es funktioniert, aber es wird nicht angezeigt. Das müsste man dann oben noch einstellen. Okay, wenn ihr vielleicht Ping eingibt, dann kommt da Pong zurück. Das ist immer das Beste. Nee, Ausrufezeichen Ping geht, slash Ping geht tatsächlich. Achso. Nee, da kommt Pong zurück, scheiße. Ausleuchten darf ich noch nicht vergessen. Das stimmt, das ist immer essentiell. Ich habe noch 2 Fackeln, ey, das wird uns ja richtig weit bringen. Ich habe auch noch Kohle in meinen Kisten. Ey, ich müsste auch noch welche haben, Moment. 4, ah ne, 64, gut. Ich gehe dann mal zu den anderen Plattformen. Soll hier erstmal Erde unten hin oder soll das auch also weg? Dann, tschüss. Ciao, jo, danke nochmal für alles. Bitte, sonst sag halt nochmal Bescheid. So, Sig, wollen wir erstmal dein Herz befriedigen. Ja, warum? Moment, ich zeig dir warum. Krieg ich ein Geschenk? Ein kleines, ja. Komm her, Sig. Ja. Oh, Fackeln. Na gut, ich hatte mir schon welche gemacht, jetzt habe ich noch ein Stack mehr. Geil. So, ich bin mal kurz auf K. Ja, ne. Also mit Eisenschaufeln geht das echt viel entspannter als mit Steinen, muss ich sagen. Ich meine, gut, das sollte klar sein, aber der Unterschied ist mir jetzt erstmal noch richtig bewusst geworden wieder. So, da ist er wieder. Sag mal, was soll hier eigentlich für einen Boden noch hin? Soll das als Erde erstmal bleiben oder was anderes? Das ist erstmal, also das kannst du aus Stein so lassen, du musst das jetzt nicht umändern. Okay, na, ich mach's einfach hier, wo ich schon weggerissen hab. Ich fülle jetzt erstmal hier das Erdloch aus. Ja. Ach so, das willst du alles massiv machen? Ja, das soll alles. Na, da machen wir's so, ne? Aber da drüben ist noch so ein riesiges Erdloch, das kriegt man nicht gefüllt komplett. Ach so, nee, wo drüben? Rechts von dir oder wo? Na, hier drüben, wo ich gesagt habe, dass ich mein Grundstück vielleicht hinhaue. Also, na, hier kann man, ich sag mal so, man kann ja hier, pass auf, ich zieh mal eine kleine Wand. Ja, okay. So viel Erde kostet das im Prinzip nicht. Dass man das bis hierhin terraformen, weißt du? Das Loch meinte ich gar nicht, ich meinte schon das hier drüben nochmal. Das ist schon ein wildes Ding. Unwichtig, da mache ich Wasser hin, so einen kleinen Wasserfall und so eine Brücke drüber, das sieht dann schnieke aus, sag ich mal. Ja, okay. Und wir fahren jetzt so viel Erde, da können wir das Loch ausfüllen. Na, ich habe aber die Überlegung, ich glaube, ich gehe hier hinten hin, weil ich hier könnte da kann ich mich da vorne ausmisten. Da kann ich mich da vorne breit machen. Na, das wäre besser. Und jetzt kriege ich hier eine fette Avira-Meldung, die den ganzen Bildschirm einnimmt, geil. Ja, immer so. Der Zuschauer ist auch raus, perfekt. Ja, das ist meistens so, gell? Ja, manche haben halt keine Geduld, so, aber naja, mein Gott. Ja, ich frag dann mich auch, warum sie dann schreiben, wenn sie so denken, ich bin eh gleich wieder weg, ungefähr, ne? Naja, das Ding ist wohl kurz AFK. Ich hätte auch kurz AFK hinschreiben können, aber... Ach so, ja, die stimmt. Die 5 Minuten da. Ja, das waren ja nicht mal 5, das waren 2 oder so. Ja, ist ja egal. Mein Gott, ein Zuschauer weniger. Ja. Meine, jeder ist Gold wert, aber egal. So, da wäre das Loch jetzt auch so gut wie fertig. Fast. So, und ich habe am Anfang mit Absicht kein World Edit drauf gemacht, weil ich kenne mich. Ja. Ich glaube, da wäre das Zatzerad, wäre das schon fertig. Oh,
Ja gut, also ich sag mal so, wenn ich richtig produktiv spiele, dann wäre das innerhalb von 2 Stunden fertig. Na ja, klar, aber manchmal ist man halt so, da chillt man hier und da und irgendwie schafft man es nicht. Ich bin heute schon 4 Stunden online auf dem Server. Und ich habe mich knappe 3 Stunden nur mit Support beschäftigt. Oh, scheiße. Ja, das ist immer nervig. Also ich hatte es gestern auch wieder ein bisschen gemerkt, da hatte ich auch ein bisschen Support auf Phasen und so. Und da kommt man irgendwie zu nix. Ja, das Ding ist, wenn Riegzahl fehlt, irgendjemand muss ja einen Supporter-Chat übernehmen.